Liebfrau, hier ist euer Steinwallen, zurück in Österreich im Jahr 1914. Wir hatten zuletzt eine kroatische Sezession, die niedergeschlagen wurde. Allerdings haben die Aufständischen mit Sicherheit die gesamte Industrie hier umgekrempelt, so wie wir es nicht haben wollen. Es sieht auch alles ganz schrecklich aus. Ich hatte die Möglichkeit gesucht, das wieder zurückzudrehen auf unsere Standards. Hab's nicht gefunden gehabt auf Anhieb. Ich musste tatsächlich in mein eigenes Patch-Video gucken, um das zu finden. Also, man findet das unter Politiklinse, Staatenverwaltung, Produktionsmethoden zurücksetzen. Dann kann ich jetzt auf Slawonien klicken und ihr seht, das wird dann alles so auf den Stand, den wir in der Regel bei dem jeweiligen Gebäude verwenden, zurückgesetzt. So, ihr seht, dass es hier auch ziemlich viel gäbe. Das mache ich aber jetzt nicht, weil wir teilweise in jedem Gebiet hier manchmal Anpassungen haben. Ich will jetzt nicht alles auf ein einheitliches System setzen. Wir können mal beobachten, ob sich das jetzt alles irgendwie wieder einrenkt. Ich hoffe es sehr. Das ist das Lästige an diesen Aufständen. Ja, offenbar haben wir zum Beispiel das Lichtbogenverfahren nicht standardmäßig in der Stahlproduktion eingesetzt, interessanterweise. Scheint auch nicht sinnvoll zu sein. Der Stahlpreis ist auch relativ gering. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das erstmal alles hier im Eimer ist, dass es dann schwierig ist, die Fabriken auch wieder hochzufahren, weil zum Beispiel irgendwo die Preise nicht ganz stimmen. Nee, das größte Problem, sehe ich gerade, ist das Infrastrukturproblem, nicht wahr? Ah, das Problem ist genau, dass die Eisenbahn nicht subventioniert sind. Okay, das hat er offenbar nicht zurückgesetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Deswegen gibt es keine Infrastruktur und deswegen kommen keine Waren an, deswegen funktioniert die gesamte Industrie nicht. Aber mit der Eisenbahn müsste alles wieder funktionieren und da sieht man auch mal, was für eine Schlüsselindustrie und Technologie die Eisenbahn ist hier für die allgemeine Industrialisierung. Okay, ich hoffe, das reguliert sich dann jetzt gleich von selbst. So, das nächste große Ding, was wir tun wollten, war, dass wir unsere Armee, unsere Truppen auf Luftaufklärung umsetzen wollten. Und das bedeutet, wir benötigen 430 Automobile weniger, dafür 430 Flugzeuge mehr. Und das machen wir. Die Frage ist, ich denke mal, wir lassen mal bei den Einberufungszentren das Ganze auf Automobile. Das ist, glaube ich, okay. Und jetzt können wir beobachten, was das hier bedeutet. Weil jetzt müsste man richtig gute Gewinne machen. Ja, Flugzeuge sind knapp, ist klar. Aber bald werden sie nicht knapp, denn wir werden sie jetzt produzieren. Ich habe jetzt noch kein Gefühl dafür. Was haben wir hier? Sächsisch-preußische Rivalität. Das ist schön. Preußen hat Hannover zum Rivalen erklärt. Okay. Skandinavisch-preußische Rivalität. Interessant. So, wir schauen mal, wie viel wir jetzt hier mit voller Produktionsleistung herstellen. 119 mit 10.000, das heißt, wir werden mit 12.145, wir werden also ungefähr bei 300 landen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Zwei Rüstungsfabriken werden, glaube ich, jetzt privat finanziert noch gebaut. Das ist doch okay. Kann man vielleicht noch eine nachlegen, aber dann dürften wir ganz gut dabei sein. Die Vorprodukte sind auch noch nicht übermäßig teuer. Das scheint eine ziemlich simple Umstellung hier zu sein. Das scheint ganz gut zu klappen. Protestbewegung hat sich aufgelöst. Was bedeutet das jetzt für den Automarkt? Ist das Ganze jetzt nicht mehr lukrativ? Nee, ist es nicht mehr. Logischerweise. Das Ganze wird jetzt erstmal schrumpfen, weil die Automobile keine Nachfrage finden. Hier haben wir 360.000 Bauern und ich glaube, der Strompreis ist auch zu gering mit 11%. Wir haben ein bisschen zu viel da teilweise investiert. Ah ne, stopp. Quatsch, das sind Telefone. Das ist noch was anderes. So, hier passiert was. Skandal und der Frommen. Es hat sich herausgestellt, dass Gottleib von Frede von der IG der katholischen Kirche insgesamt eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus hatte. Man verlangt nach seinem Rücktritt. Tja, ja, ich würde sagen,
Wir ignorieren das mal. Das passiert in den besten Familien. Eine verdiente Beförderung. Die katholische Kirche verlangt die Beförderung von Frede. Was? Und nennt aber eine lange Geschichte des treuen offiziellen Dienstes als wesentlichen Grund. Okay, das ist ja eine interessante Kombination. Ja, der Frede ist okay. Aber, warte mal, die katholische Kirche. Wir gucken kurz mal auf die Interessensgruppen. Bei plus 4. Ja, warum eigentlich nicht? Sie würde uns bei plus 10... Nee, bei plus 5, plus 10% Autorität geben. Wir haben überhaupt Autorität, wir können hier noch mehr tun. Okay, die Beförderung kommt. Damit ist die katholische Kirche sehr zufrieden. Und wir haben die Autorität. Und da können wir direkt mal drüber nachdenken, was machen wir mit unserer Autorität? Spannende Frage. Wollen wir die Produktion irgendwo forcieren oder wollen wir lieber irgendwie den Aufruhr reduzieren? Also wir sehen natürlich, wir haben aber hervorragende Geldreserven, Steuereinnahmen. Aufruhr hat ja nur, naja, Steuerverschwendung, Migrationsanziehung, Baueffizienz. Gibt es denn irgendwie Waren, die wir auf diese Art und Weise noch nach vorne bringen können? Sehe ich tatsächlich jetzt erstmal nicht. Dann würde ich sagen, nutzen wir unsere Autorität, um hier in den großen, wichtigen Provinzen bisschen brutaler mal durchzugreifen. Schauen wir mal. Warum wird uns jetzt hier eigentlich nicht angezeigt, wie hoch der Aufruhr ist? Das ist doch auch schon wieder unschön, oder? Na, ich würde mal sagen, Lombardei und Venetien sind wichtige Provinzen, wo wir mal durchgreifen sollten. Ach, sag mal, kostet das nur 100? Ich dachte, das wäre teurer. Ja, tatsächlich. Ja, dann noch ein Böhm. Okay. Macht sich, glaube ich, direkt gleich bei den Steuereinnahmen bemerkbar. Ich bin am Überlegen, ob wir hier weiter... Ah, warte mal. Vielleicht erhöhen wir auch die Regierungsgehälter. Zustimmung bei den Kleinbürgern. Wie sieht es denn da aus? Kleinbürger sind bei minus 3, Intellektuelle auch bei minus 3. Die sind uns eigentlich nicht so wichtig. Streitkräfte ist bei plus 6. Ja, ich würde sagen, wir werden allgemein die Steuern weiter senken. 142.000 verlieren wir, können wir uns aber sehr gut leisten. Okay. So, wie sieht es jetzt aus bei den Kleinstaaten? Warte mal, ich will aber hier nochmal bleiben bei den Rüstungsfabriken. Das Thema ist noch nicht ganz durch für mich. Okay, wir sind bei 260. 194 benötigen wir. Ja, setzen wir nochmal ein. Legen wir nochmal einmal nach. Vielleicht sogar zwei. Sind ja auch andere Länder, die das vielleicht einführen wollen. Können sie es bei uns einkaufen. Aber das sollte es dann gewesen sein. Das ist gut. Okay. Gut, Oldenburg. Wir können die Beziehung nicht mehr besser gestalten. Dann stellt sich die Frage, was ist jetzt hier möglich? Zollunion noch nicht. Doch, wir haben doch... Ah nee, wir haben noch keinen Gefallen, ne? Doch, wir haben eine Verpflichtung. Ja, hatte ich das gar nicht mitbekommen. Na, ist ja wunderbar. Dann setzen wir die ein. Dann wird Oldenburg Teil der Zollunion. Und als nächstes hatten wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne... wenn ich mich recht entsinne, hatten wir immer einen Verteidigungspakt, um dann zum Protektorat zu kommen. Deswegen werden wir die Finanzierung auch weiter vollziehen, um die nächste Verpflichtung noch zu bekommen. Aber ich denke, den Verteidigungspakt werden wir auch schließen. So, wir haben die Betonbefestigung, erhöht unsere Defensive weiter, reduziert den Moralverlust und das Wichtige ist, das ist der Weg für die Panzerfahrzeuge. Den gehen wir. In 31 Monaten ist das soweit. Schaumburg-Lippe. Wie sieht es da aus? Okay. Finanzierung können wir nicht beginnen, weil wir keine diplomatische Kapazität haben. Ja, gut. Da müssen wir erstmal die anderen Sachen abwarten, dass da irgendwie was frei wird.
Das ist ja okay. Protektorat. Ja, hier ist immer noch Waffenstillstand. Ansonsten wäre es bei minus 30. Aber eigentlich bräuchten wir auch hier ja nochmal eine neue Finanzierung, um das Protektorat durchzubekommen. Ja, das ist ärgerlich. Was? In Italien gibt es eine Revolution? Oh, das ist unschön. Aber ja, wir sind automatisch mit drin, ne? Die Osmanen auch, als Verbündete da, glaube ich. Was sind denn das für Leute? Okay, Wahldiktatur. Ja gut, das muss auf jeden Fall eine parlamentarische Republik, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Ist klar, wir sind ja automatisch schon drin. Aber, sehe ich das richtig, dass wir, doch, Fronten können wir auch schon bestücken. Ja, aber nur diese eine, ne? Ja, dann würde ich sagen, mobilisieren wir durchaus. Wahrscheinlich muss hier, ist es der Zeitpunkt für Hötzendorf mal gekommen. Ja, der beste Offensivmann. Ja, erfahrener, er ist nicht ganz der Beste. Der Beste ist leider gestorben, aber der ist mit der größten Armee. Der wird die Sache schon meistern. Da stellt sich die Frage, benötigen wir eigentlich mal einen neuen General? Ah ja, wir benötigen einen für das Italien-Hauptquartier, sehe ich gerade. Da sind nämlich 50 in Reserve. Und ich habe einen guten, aber der ist ein Gewerkschafter, kommt nicht in Frage. Also entweder Johann Ruoff oder Lothar von Grünne. Ja, das ist ein Defensivstrategie-Experte. Da wir eh kaum noch, vermute ich mal, Offensivkriege führen, nehmen wir den, der ist auch ein Adliger, ist sowieso besser. Okay, und der wird dann, jetzt müssen wir ihn nur noch finden, der wird dann auch, der muss dann auch befördert werden, weil er muss damit 50 Bataillonen umgehen. Gut. Soweit dazu. Leichtes Defizit, was aber in Ordnung ist. Allgemein Lebensstandard steigt. BIP steigt auch langsam. Und die Radikalität durch, mit Sicherheit, durch den Anstieg der, des Lebensstandards sinkt sie jetzt relativ deutlich. Ja, 2,24 Millionen durch einen Zuwachs der Lebensstandards. Und die Loyalisten, die werden ebenfalls mehr durch den Zuwachs des Lebensstandards. Sehr schön. Oh, was? Oldenburg sollte ein Protektorat Frankreichs werden? Das ist ja eine Frechheit, was Frankreich hier probiert. Das finde ich ja, das finde ich ja schon enorm. König Louis Philipp. Mit 141 Jahren hat er die Grande Nation auf Platz 1 geführt. Das muss man schon mal so sagen. So, Unterwerfung. Achso, das war das. Jetzt gibt es erstmal diverse Neutralitätserklärungen. Auf der Seite der Aufständischen steht niemand. Aber die haben eine relativ große Armee, muss man sagen. Ja, insofern denke ich, ich werde unseren... Wo ist denn der hin? Ist schon wieder ein General gestorben? Nee, hier. Ich glaube, ich mobilisiere ihn auch. Unseren Offensivexperten, unseren zweiten. Der sollte auch nochmal hin. Nicht, dass das hier irgendwie ein bisschen zu knapp wird. Das wollen wir nicht riskieren. Zu den Waffen. So, und da erstmals Flugzeuge im Einsatz sind, gibt es hier ein besonderes Ereignis. Franz Konrad von Hötzendorf ist dafür berühmt geworden, dass er nicht nur Flugzeuge in der Schlacht einsetzt, sondern auch, weil er selbst eines am Himmel über Kampanien fliegt. Was? Ernsthaft? Der gute Mann? Na, die Zeitungen nennen ihn den silbernen Trumpf. Er ist wirklich atemberaubend. Ich
kann nicht sagen, ob wir ihn lieber daheim herumzeigen oder weiter auf jeden Gegner in Kampanien hetzen sollten. Okay, Hötzendorf wird beliebt Kriegsheld an der Heimatfront. Oder Armeeoffensive plus 30. Dauerhaft, was? Ja, ist ja super. Gut, sind keine 30%, aber trotzdem. Kriegshelden sollten im Krieg bleiben. Der wird uns noch helfen. Ölrausch lässt leider nach in Ostborneo. Ja, gut. So, der Krieg hat begonnen. Neapel, Monaldo de Relier ist hier erfolgreich, allerdings in einer Defensivschlacht, wenn ich das richtig sehe. Zahlenmäßig sind wir deutlich überlegen und technologisch scheinbar auch. Also die Front sollte sicher sein, kein Problem. Das strategische Ziel können wir auch mal entfernen. Das spielt für uns jetzt keine große Rolle mehr. Ja, die Schlacht läuft immer noch. Dann sollte es aber in die Offensive gehen, wenn diese Schlacht gewonnen ist. Guck mal kurz hier bei Braunschweig rein. Ja, Zollunion. Wir haben aber noch keinen Gefallen, glaube ich. Deswegen ist das noch nicht möglich. Verteidigungspakt bilden wir mal noch nicht. So. Jetzt gibt es hier eine Offensiv. Ne, ist das auch noch eine? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wir haben hier schon zwei Fronten, wie es aussieht. Ja, jetzt ist eine Offensivschlacht. Ja, logisch, sieht man ja. Unsere Seite steht auf der linken Seite. Gefährliche Ausrüstung. Die Anzahl an Verletzten in unserem Gebäude, Tuchfabriken in Braunschweig, hat aufgrund zunehmender Mechanisierung und mangelnder Sicherheitsvorschriften in letzter Zeit vorgenommen. Ja, wir werden mal hier verlangsamt die Produktion sagen. Als Konservativer sind wir da, ich wiederhole es sowieso immer ein bisschen skeptisch, was die Industriellen alle machen. Okay, Sieg an beiden Fronten, wie es aussieht. Wird aber Zeit, dass hier mal offensiv erfolgreich gekämpft wird. Ach so, ja, die Front geht gen Süden. Das hatte ich irgendwie missverstanden. Sehe ich jetzt erst. Okay, damit haben wir hier ein bisschen Land gewonnen und das ist dementsprechend auch ein Offensivkrieg. Hatte ich echt verwechselt. So, das ging schnell. Die sind besiegt worden. Gott sei Dank brauchen wir hier jetzt keine Industrien umzubauen. Hervorragend. Das müssen die Sizilianer jetzt machen. Sehr, sehr gut. Okay, wir gucken kurz, ob hier irgendwas Relevantes ist. Umkämpfte Regierung. Das ist ja bei uns Dauerzustand. Handelsrouten Wein und Klipper. Was ist hier los? Das sind nur minimale Geschichten. Die können wir rausnehmen. Zucker scheint sich tatsächlich von selbst reguliert zu haben. Marktzugriffprobleme 99%. Das regelt der Markt. Aber Besteuerungskapazitäten, das ist ja jetzt... warum gibt es jetzt hier plötzlich so eklatante Probleme in diesem Bereich? Das hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Was ist hier los? Transdanubien? Das wurde doch jetzt... Was ist denn hier los? Rüstungsfabriken? Komisch, warum machen die kein Plus mehr? Plus 2,3% müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren. Glashütten, alles zu billig. Ja, sieht tatsächlich so aus. Vorprodukte zu teuer. Elektrofabriken. Telefone will auch niemand so richtig haben. Traurig. Ja, okay. Das Wichtige ist aber jetzt die Besteuerungskapazität. Hier müssen wir richtig was tun. Aber da gehen wir doch, denke ich mal, wenn wir auch hier die Leute haben,
Warte mal, wir gehen von 195 auf 390. Das müsste eigentlich das Problem locker lösen, oder? Machen wir das mal überall, wo das hier auftritt. Böhmen genauso. Und das erhöht ja auch die Nachfrage nach Telefonen. Insofern könnte das das Problem dann auch ja, gleich mitlösen. Wobei, wir müssen gucken, ob da jeweils auch Bevölkerung da ist. Ne? Hier könnte es zum Beispiel schon knapp werden, wenn wir es hier komplett umstellen. Aber trotzdem 20.000. Westgalizien, da haben wir genug. Ja, Telefonzentralen ist jetzt so der allgemeine Trend. Aber warum ist das jetzt so plötzlich eingetreten? Gab es da irgendeinen Faktor, der jetzt plötzlich die Besteuerungskapazität irgendwie so krass nach unten gedrückt hat? Backhash ebenfalls. Zentralungarn. Können wir wahrscheinlich jetzt wirklich überall einführen. Ostslowakei. Ja, machen wir es da auch. Ach, da haben wir es schon. Da müssen wir hier ausbauen. Und in Mähren haben wir es noch nicht umgesetzt. Okay. Okay. Oldenburg schuldet uns die Verpflichtung. Darauf haben wir gewartet. Dann versuchen wir es mal mit dem Protektorat. Hervorragend. Und damit wird ja... Oh, Proportionalsteuern soll eingeführt werden. Damit müsste ja eigentlich der... Genau, der Verteidigungspakt automatisch beendet werden. Sehr schön. Braunschweig möchte den. Das machen wir. Das ist nämlich auch da der Weg für weiteres. Das läuft ja. Prima. Zollunion... geht nur mit einer Verpflichtung. Die wollen wir aber nicht schulden. Die kriegen wir noch auf andere Art und Weise. Okay. So, wir hätten Diplomatiepunkte. Wen gibt es da noch hier? Beziehungen müssen wir, glaube ich, nicht mehr verbessern. Warte mal, Finanzierung können wir dadurch jetzt auch beenden. Das brauchen wir nicht. Sehr schön, das war nämlich auch Finanzierung. Schaumburg-Lippe, aber da haben wir noch zu schlechte Beziehung. Aber ich denke, wir müssen auch hier die Finanzierung beginnen. Ja. Okay, dann haben wir, glaube ich, hier an alles gedacht, wenn ich das richtig sehe. Wir haben hier irgendwo einheimischen Aufstände bei den Franzosen. Mischen wir uns nicht ein. Minus 119, okay. Und es gibt einen Aufstand in Bayern. Meine Güte. Der ist aber sehr, sehr klein. 10 Bataillone werden dort mitkämpfen. Das heißt aber, wir müssen wieder was tun, wenn ich das richtig sehe, oder? Wir müssen wieder jemanden hinschicken. Ah, ich sehe aber irgendwie gar keine Front. Na, wir gucken mal. Wir mobilisieren mal. Front voranbringen. Ne, ich sehe keine Front. Wir haben gar keinen Frontzugang. Kann das sein? Wobei, müssten wir eigentlich durch unsere Verbündeten bekommen. Ist ein bisschen komisch. Okay, ich kann jetzt hier erstmal nichts tun. Er ist in Bereitschaft, kostet uns natürlich jetzt Geld. Aber was soll man machen? So, wie sind eigentlich die Beziehungen zu den Niederlanden? Wie weit sind wir da entfernt von einer Zollunion? Minus 50. Das würden wir tatsächlich vermutlich... Ja, wir könnten hier auch einen Verteidigungspakt bilden. Vielleicht hilft uns das. Ansonsten müssten wir im Zweifelsfalle auch die Niederlande finanzieren. Wobei ich sehe gerade, das ist überhaupt kein Problem. 1380 können wir mal machen. Verteidigungspakt geht da nicht, aber so kommen wir weiter, meines Erachtens. Ja, dann
weiß ich nicht, ob wir dann später noch irgendwie eine Front bekommen oder ob andere das für uns erkämpfen. Ich sehe, hat nur Baden da eine Grenze zu. Zum Glück hat sich niemand eingemischt. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Kommt da jetzt niemand hin? Das wäre allerdings ein bisschen merkwürdig, wenn das jetzt, wenn es da jetzt so ein proletarisches Dorf gäbe. die einfach nur quasi unabhängig bleiben, so eine kleine Proletarierrepublik bilden, weil die anderen irgendwie nicht dahin kommen. Leicht skurrile Situation. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Okay, Beziehung verbessern mit den Niederlanden ist beendet. Ja, gibt uns jetzt wieder eine Menge Diplomatiepunkte. Können wir die noch irgendwie verwenden? Finanzierung haben wir hier. Braunschweig. Ist da auch alles am Laufen? Ja. Dann können wir hier noch ja den Verteidigungspakt mit den Niederlanden beginnen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, was ist hier? Demütigung gebrochen. Ah, okay. Und Kriegsreparation. Die 5 Jahre sind vorbei. Preußen ist jetzt erstmal wieder für sich. Wir haben jetzt doch ein relevantes Defizit. Ich denke, es ist an der Zeit, mal wieder die Steuern zu normalisieren. Das waren nur so eine Nachkriegssteuern, die wir mit den Kriegsreparationen mehr oder minder bezahlt haben. Die Leute werden da sicher Verständnis für haben. Hier gibt es schon wieder was zu tun. Hier gibt es noch nicht mal Regierungsverwaltung, wenn ich das sehe. Das ist natürlich ein Unding. In Kroatien. Ja, 12.000 Arbeiter. Ja, wir gehen trotzdem auf die Telefonzentralen. Und in Istrien. Oh, Schlachtschiffe, das ist nochmal eine interessante Entwicklung. Ja, wie viel haben wir da? 127.000, ja. Das passt. So. Okay, also, das ist eine neue Produktionsmethode in der Marinebasis. Und das gucken wir uns natürlich genau an, was das bedeutet. Also, auf jeden Fall deutlich bessere Schiffe. Aha, plus 10 maximal erklärte Interessen. 1,25 mehr als vorher. Marinemachtprojektion steigt, Munitionsverbrauch, Panzerschiffe, Funkempfänger. Sollte alles überhaupt kein Problem für unsere Ökonomie sein. Gucken wir mal, ob ich mich täusche. Oh, der Markt ist ja wirklich hervorragend. Das gefällt mir ja wirklich sehr gut. Halt, es ist noch nicht der gesamte Markt. Aber doch, er ist wirklich gut. Schön ausgeglichen. Da kann man nicht meckern. Und die Psychoanalyse ist da. Bürokratie, Bevölkerungskosten, Multiplikator. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Autorität und auch nochmal mehr Einfluss erhalten. Auch das ist gut. Das heißt, wir können noch mehr Leute unterdrücken. Brutal durchgreifen, das machen wir doch gerne. Wo ist es wichtig? Wo ist der Aufruhr hoch? Gibt es eigentlich irgendwo eine Statistik über den Aufruhr? Radikale? Könnte es sein, nicht wahr? Ja, das ist aber nur eine globale Statistik. Lombardei, Böhmen, Venetien, Westgalizien. Ostgalizien. Okay. Bei 37%, ja. Ist wahrscheinlich auch relevant. Dann wissen wir, wohin wir unsere Polizei schicken. So regiert man das Land. Hervorragend. Okay, wir sind im Jahr 1914.
17 angekommen. Was hier mit dem bayerischen Aufstand passiert, weiß ich nicht. Niemand kann dorthin. Niemand kann das annektieren. Ich hoffe, das erledigt sich irgendwie von selbst. Ja, und damit sind wir nicht nur ans Ende dieser Folge, sondern auch ans Ende dieser Staffel angekommen. Ich will mal einen kleinen Ausblick machen. Wir haben ungefähr noch, naja, 20 Jahre bis zum Ende der Spielzeit. Ich will jetzt schon sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie künstlich irgendein großes Feuerwerk hier noch abbrennen werde, irgendeinen großen Krieg starten werde, nur so aus Prinzip. Sondern ich werde das Konzept bis zum Ende durchhalten, durchziehen, immer noch schauen, ob es vielleicht doch nochmal irgendeinen Druck geben wird für einen inneren Umbruch, für Gesetzesinitiativen. Ich habe allerdings persönlich, ja, wie soll ich sagen, den Glauben daran verloren, dass das noch passieren wird. Aber wer weiß. Und insofern kann es sein, dass es relativ schnell dann auch zu Ende geht, das ganze Projekt, weil ich werde das mit höchster Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Es gibt auch keinen Grund, meines Erachtens, wenn der Markt sich so gut selbst ausgleicht durch die freien Privatbauten, dass wir irgendwie hier noch großartig eingreifen müssen. Außer wenn wir natürlich für unsere Staatstechnologien, Staatsausgaben, Staatsgebäude irgendwas benötigen. Klar, dann bauen wir. Aber ansonsten macht das alles einen soliden Eindruck. Da brauchen wir also gar nicht so viel tun. Das ist so ein kleiner Ausblick auf die nächste Staffel, die die vorletzte sein könnte. Mal sehen. Wir wissen aber noch nicht. Wer weiß, was sich hier global noch so entwickeln wird. Ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.